select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Und ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Nach dem Oberligaspiel FC Nöttingen, FC 08 Villingen, Endstand 1:2. Und ganz besonders begrüße ich wie immer die beiden Trainer. Und das sind heute Jago Maric aus Villingen und unseren Trainer Micha Wittwer. Zunächst das Wort an den Gästecoach. Ja, Herr Maric, es läuft im Moment seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Heute auch der Auswärtssieg hier beim FC Nöttingen. Ich denke, Sie sind zufrieden. Wie sieht Ihr Fazit zum heutigen Spiel aus? Ja, natürlich sind wir sehr zufrieden. Ich denke mal, das war ein erkämpfter Sieg für uns, was sicherlich noch für uns sehr bitter wäre, wenn der Stepan sich schlimmer verletzen sollte. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Aber sonst wirklich ein Riesenkompliment an meine Jungs. Wir haben heute gegen sehr starken Gegner gespielt, Nöttingen. Eine gute, richtig gute Mannschaft, sehr viel Erfahrung. Von dem her wussten wir, dass es hier brutal schwer wird. Ich denke mal, erste Halbzeit haben wir es taktisch sehr, sehr gut gemacht. Das haben wir auch gut umgesetzt, was wir uns vorhatten. Wir wollten nicht zu hoch pressen, wir wollten kompakt stehen und dann mit unseren schnellen Spielern übers Konterspiel zu kommen. Ich denke mal, das ist uns auch relativ gut gelungen. Sicherlich am Anfang war Nöttingen die ersten paar Minuten sehr dominant. Haben ein bisschen auch Glück gehabt. Aber dann machen wir das 1-0 und das hat uns, denke ich mal, auch Sicherheit gegeben. Ja? Dann haben wir dann wenig zugelassen. War ein sehr intensives Spiel aus meiner Sicht. Sehr viele Zweikämpfe, auch von unserer Seite, auch von Nöttinger Seite. Aus meiner Sicht hätte der Schiedsrichter früher eingreifen müssen. Zum Schluss natürlich ist es ein bisschen hitziger geworden. Zweite Halbzeit, ja, denke ich mal, sind wir auch gut ins Spiel reingekommen. Haben wir es gut gemacht. Dann natürlich die letzten 20 Minuten war Nöttingen wirklich am Drücker. Da haben wir immer wieder mal Glück gehabt. Der Christian ein, zwei gute Dinge gehalten. Wir selber ein, zwei gute Chancen gehabt. Insgesamt denke ich mal, nicht unverdient aus meiner Sicht. Ja, aber wenn wir hier das 2-2 noch bekommen, wäre ich jetzt auch nicht irgendwie mega enttäuscht. Aber mit dem Sieg können wir sehr, sehr gut leben. Und nochmal richtigen Glückwunsch an meine Jungs, Kompliment an meine Jungs, weil wir haben heute wirklich wieder ein gutes Spiel gezeigt und momentan machen wir viele Sachen auch richtig, ja, ein bisschen noch Glück auf unserer Seite, aber das Glück kommt nicht von ungefähr, das erarbeiten wir uns und von dem her, denke ich mal, nicht unverdienter Sieg für uns. Vielen Dank, Herr Maric, Glückwunsch natürlich auch noch von Seiten des FCN. Ja, Micha, Erfolge, Misserfolge wechseln sich gerade ein bisschen ab. Ich denke, die ersten paar Minuten fand ich, war ein richtig, richtig gutes Spiel. Und dann kam aber leider die 7. Minute und das 0:1. Und erzähl uns, wie du das heutige Spiel gesehen hast. Erstmal Glückwunsch an Villingen. Der Sieg geht vor allem dahingehend in Ordnung, dass Villingen in den Bereichen Cleverness, Tempospiel in die Spitze uns heute einfach überlegen waren. Sie waren auch im Zweikampf, in der Zweikampfführung cleverer wie wir. Da haben wir uns so oft, sage ich mal, einfache Bälle abnehmen lassen. Waren dann ja natürlich zu naiv wiederum beim ersten Tor. Ich meine, wenn man so beginnt, wie wir begonnen haben, haben zwei, drei ja, Möglichkeiten in Führung zu gehen, sogar schon nach 7 Minuten. Und die dann so, ja, sage ich mal, liegen lässt, das ist fahrlässig. Und genauso fahrlässig ist, dass dann der Gegner nach 7 Minuten so einen Konter spielen kann. Es war alles eingeteilt, wir waren in Unterzahl, es sind 3 Lilane gegen einen Weißen und der Pass kommt genau in die Schnittstellen. Da muss man sich ein bisschen cleverer stellen, anders verhalten, schon im Vorfeld die Situation erkennen und das ist unser Problem im Moment. Wir erkennen die meisten Situationen zu spät und sind dann meistens zweiter Sieger. Das war jetzt gegen Freiberg zu Hause, das war jetzt heute wieder so, wie gesagt, die Mannschaft versucht Fußball zu spielen, hat sie gemacht und dann macht sie halt den einen oder anderen Fehler und dann ist ganz klar, dass man natürlich nach dem 1-0 und als 2-0 war ja relativ zeitnah, dann verliert man natürlich den Faden, da spielt keine Mannschaft befreit mehr richtig auf, das haben wir dann natürlich auch bis zur Halbzeit gemerkt. Und wie gesagt, das nur mal an der Situation vielleicht festzumachen, wenn man halt sieht, in der ersten Halbzeit, der Alleingang auf unseren Torwart zu,
mit einem 1:0 abgeschlossen. Michael Schür kurz vor der Halbzeit Alleingang auf den gegnerischen Torwart zu weit oder am Tor vorbei. Und das wäre natürlich kurz vor der Halbzeit eine Möglichkeit gewesen, vielleicht noch in der zweiten Halbzeit näher ranzukommen. Wir haben alles versucht dann in der zweiten Halbzeit, aber wie gesagt, dann irgendwann bleibt natürlich auch, wenn die Kraft weg ist, die Genauigkeit auf der Strecke. Und trotzdem haben es die Jungs versucht, bis zur letzten Minute da das Ding noch zu drehen, zumindest noch einen Punkt zu erreichen. Das war drin. Wie gesagt, wir haben immer genügend Chancen in jedem Spiel, auch heute, auch gegen Freiberg. Aber wie gesagt, wir müssen auf Dauer dem Gegner einfach das Tore schießen, erstens schwerer zu machen. Und zweitens müssen wir dann halt aus 8 Chancen, die man hat, kann man halt nicht immer nur noch eine machen. Man muss halt auch da mal die Quote ganz klar verbessern. Aber wie gesagt, über 90 Minuten gesehen war Villingen die reifere und bessere Mannschaft. Und deshalb müssen wir da auch jetzt nicht irgendwo was suchen, was vielleicht glücklich wäre. Wir müssen uns an der eigenen Nase packen. Ich, die Spieler, alle, weil, wie gesagt, wir können nicht Woche für Woche hier bei den Heimspielen sagen, wir haben toll gespielt und unterm Strich bleibt nichts. Das hat auch irgendwo Gründe. Herr Wittwer, eine Frage. Das Derby gegen den CFR steht ja jetzt an. Glauben Sie, dass man eine andere Mannschaft sehen wird gegen den CFR? Das heißt eine andere Mannschaft? Die Mannschaft... Der ganze Kader wird derselbe sein und wir auch gegen den CFR. Da mache ich mir heute jetzt mal noch gar keine Gedanken über das Spiel, weil ich muss erst mal abwarten, ob es heute verletzte Spieler gibt, die vielleicht am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen. Ich muss mal abwarten, wer eventuell von den Verletzten zurückkommt und deshalb kann ich da heute überhaupt nichts dazu sagen. Wir werden auch am Mittwoch 11 Spieler aufs Feld schicken zu Beginn an, auch gegen den CFR, auch wenn es gegen jemand anders gegangen wäre. Also 11 werden wir zusammenkriegen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Maric, und wünsche einen guten Nachhauseweg nach Villingen. Micha, du machst die Mannschaft heiß, da bin ich mir sicher, für das Derby am Mittwoch. Und wurde gerade schon angesprochen, wie gesagt, Derby Mittwoch 18:30 Spielbeginn hier in der kleinen Arena und dann auch schon mal vormerken, das Derby gegen den SV Spielberg am Samstag, den 29. September, dann erst um 17 Uhr dort Spielbeginn in Spielberg. Ihnen allen ein schönes Wochenende noch und vielleicht noch ein paar vergnügte Momente hier im Clubhaus. Bis zum nächsten Mal, danke. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.